Okay. Zack. Zack. So. Und da starte ich einfach so den Stream. Ist ja nicht so, als hätte ich ihn angekündigt oder so. Nein. Ich sehe gerade, ich habe meinen Essen-Titel vergessen. So. Hallo. Okay. Das passt auch. Jo. Ich gehe schon mal kurz mal ins Spiel rein. Ich muss ja gleich noch ein bisschen was einstellen. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen meine Szene ein bisschen verschoben. Hoffen wir, dass es klappt. So. Ich bin schon so ein bisschen im Spiel drin, weil ich das gerade noch ein bisschen hin und her verschieben musste. Das Problem ist leider, ich kann das hier nicht weiter groß strecken. Warum auch immer das Ding jetzt hier nicht mehr zulässt. Boah. Ja, jetzt muss ich hier noch ein bisschen anpassen. Also ich hätte es gerne nach oben und unten noch ein bisschen gestreckt, aber das funktioniert komischerweise hier bei XSplit gerade nicht. Von daher. Der Chat ist leicht rot. Ja. Das mag sein. So, hier. Ihr habt euch doppelt und dreifach drin. Ich muss mal sehen, wieder ein bisschen kleiner machen. So. Ich sollte vielleicht mal die Highlights rausnehmen. Machen wir es ganz einfach. Das war das Falsche. Zack. Highlights. Einmal bitte raus. So. Ist mein Chat jetzt noch nicht dauerhaft knallrot. So, dann schon mal. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Ich kann während das Spiel hier nochmal starten. Das war das Falsche. Zurücksetzen, ja. Vielen Dank. 6 Jahre. Yay. Schon so viel. Und auch ein herzliches Glückwunsch zum Geburtstag an Serenative. Ist ja heute auch dabei. Wer braucht schon einen Geburtstag feiern, wenn man einfach hier im Stream sein kann? So lange müssen die schon auf YouTube übertragen, ja. So, ich glaube mal ein Pixel noch nach rechts, dann müsste, glaube ich, ziemlich mittig sein. So lange müsst ihr mich schon ertragen, meine Güte, Leute. Xandi und Kevich, vielen Dank für 12 und 15 Monate. Subscribing. Das ist krass. Danke dafür. Danke, Spiel. Ich habe jetzt extra ins Menü gegangen, damit ich hier vielleicht irgendwelche coole Mega Man-Musik habe. Dann ist einfach Stille. Sehr gut. Wie lange ist mein Let's Play zu Elements Destiny und Tales of Symphonia her? Boah! Das darfst du liebend gerne nachgucken, aber ich weiß auswendig nicht, wie lange die schon her sind. One Piece Part Wars, also mein erstes Let's Play. Wow! Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was war denn euer erstes Let's Play von mir, was ihr gesehen habt? Würde mich doch mal interessieren. Bis dahin warten wir noch ein bisschen, bis die ganzen Leute eintrudeln. Mit dieser wundervollen Hintergrundmusik. Also ich habe keine Musik. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Press Start. Capcom. Capcom Co. Mehr kann ich auch nichts drücken. Kampfschloss. Tales of Graces. Tales of Symphonia. Tales of Vesperia. Rubin Together.
Unlimited Cruise. Kampfschloss. Let's Plays mit Svenja zählen auch, ja, natürlich. Rubin Together. Rubin Together. Rubin Together. Kingdom Hearts. Tales of Vesperia. Schwarz Together. Ja, doch, ist auch alles schon etwas länger her, ne? Na komm, starten wir das Spiel. Ah! Ja, ich glaube doch, der ist ziemlich mittig. Ich muss das gleich nachher in meinem Menü nochmal nachgucken. Das ist der Pokémon Togethers. Omega Rubin. Boah! Ach ja, ist auch alles auf Englisch, ne? Ich kann Englisch. Tales of Zestiria. Ja. Feuerrot Chaos Randomizer. Mystery Dungeon Team Himmel. Was? Was für Monster sind das? Dom, 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 dom. Einfach alle tot gelasert. Puff, puff, puff. Puff, puff. Eine Sackgasse? Ich fühle eine starke Energie da drin. Das muss der Ort sein. Die Wildoda hast schon verpasst. Noch gar kein. Okay, überlass das mir. Geh zurück, Seal. Super Metroid Redesign ist auch schon lange her. Sollte es gehen, ich kümmere mich um sie. Das muss. Naja, sieht nicht ganz so lebendig aus, so ohne Arme und alles. Das muss Zero sein. Wir haben ihn gefunden, endlich! Wird beschützt. Was soll ich tun? Ah! Tot. Pass auf! Wir sind eingekesselt. Wir müssen jetzt evakuieren. Müssen flüchten. Wie lange ist das Spiel? Keine Ahnung. Ah, wir haben keine Zeit, um uns zu streiten. Ah! Milan! Ciel! Ciel! Du musst meine Kraft nutzen. Du hast keine andere Wahl. Was? Passy, wenn ich das tue, wirst du. Ist das Kaiser Mario? Mach dir keine Sorgen um mich. Erinnere dich daran, jeder wartet auf dich. Oder jeder wartet auf deine Rückkehr. Okay, danke. Watch out, hey, listen. Nein, ich sollte dir danken, Ciel. Auf Wiedersehen. Percy! Ups. Geil, wir leben wieder. Zero wurde wiederbelebt. Zero? Hilf mir bitte. Mission, started. Okay, jetzt muss ich kurz nochmal gucken. Ist das? Relativ mittig, ja. Das noch ein bisschen dahin schiebe. Ja, doch, ich glaube, jetzt sind wir endlich. Und Shorty auch. Danke für 14 Monate Subscribing. Vielen Dank. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Okay. Hier springen, hier ist schießen. Oh, ich habe eine Cyberelfe gefunden. Ist ein bisschen seltsam mit der Steuerung, aber. Na, wobei so. Ja, doch. Ich glaube, ich komme damit klar. Vielleicht. Mittlerweile habe ich ein kleines bisschen Mega Man-Erfahrung. Damals, als ich das zum ersten Mal Let's Played hatte, hatte ich ja noch gar keine Erfahrung mit Mega Man. Komm da runter. Weißt du, kaum im Spiel, die ersten Gegner, die wir sehen, sind Spinnen. Das ist doch gleich direkt Svenjas Lieblingsspiel hier. So. Ich kann aber nicht so irgendwie anwenden. Doch! Okay, ich kann doch Walljumps. Huch. Achso, die können doch schießen. Ich dachte nur, die können mich zulaufen, die Blöde. Okay, und da waren plötzlich Bomben. Also ich habe mittlerweile wieder keine Ahnung mehr von dem Spiel.
Jetzt, weil ich es gespielt habe, ist 5 Jahre her. Oder so. Gut, dass sie so pixelig sind. Was? Das ist eine Sackgasse. Was sollen wir tun? Hab dich. Du, danke dir. Dieser Ort sieht wie ein prähistorisches Labor aus. Vielleicht finden wir einen Transserver, den wir benutzen können, um zurück zur Resistance-Basis zu gehen. Resistenz nicht. Wie kann man Resistance mal eben ganz leicht übersetzen? Wie viel Grad habe ich? Weiß ich nicht. Aber das, zumindest das hier funktioniert schon mal. Whee! Secrets? Nee. Aber zumindest die Walljumps kann ich so halbwegs. Ah, wie gut. Wie toll. Der Durchgang ist kollabiert. Widerstand. Ja, Widerstand ist gut. Das nehmen wir. Sollen wir zurückgehen? Bleib zurück. Zero, nein, lauf! Du kannst ihn, du kannst das Ding nicht mit einem Buster schaden. Warning, warning. Ah, okay, der zielt auch direkt auf mich. Verdammt. Hä? Zick. Benutze die, Zero. Wer bist du? Schnell, du musst sie retten. Verschwende keine Zeit. Wir haben den Set Saber. Ich weiß nur nicht, wie ich es benutze. Auf Start? Ah, so. Konnte man den nicht damit one-hitten? Ja. Ich war fast tot. Wie auch beim letzten Mal. Walljumps? Ist das Super Metroid? Mission complete. Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast, einen Golem zu zerstören. Wir hatten recht. Du bist Zero, der legendäre Reploid. Zero? Ist das mein Name? Ich kann mich nicht erinnern. Entspann dich für einen Moment. Du hast, Winterschlafkrankheit? Okay. Es tut mir leid, dass ich dich aufgeweckt habe. Und danke, dass du mich gerettet hast. Das Set Sword Saber. Mein Name ist Ciel, ich bin eine Wissenschaftlerin. Lass uns zurück zur Basis gehen, bevor noch mehr Gegner kommen. Was, wenn ich nicht der Zero bin, über den du sprichst? Du hast mir bewiesen, dass du Zero bist, indem du mich vom Golem gerettet hast. Okay. Wir haben Glück, der Transserver ist immer noch aktiv. Schalte ich auf den Transserver und drück nach oben, dann kannst du zurück zur Widerstandsbasis. Lass uns gehen. Download 11? Oh, guck mal, ich habe eine Elfe. Stotschu. Kein Gegner stunnen. Power from Wartime. Return to base erstmal. Mission Success. Level A. Hey, das klingt gut, oder? Vielleicht. Willkommen zu unserer Widerstandsbasis, Zero. Das ist ein Aufenthaltsort für verwundene Reploids, die verdächtigt werden, Mavericks zu sein. Wir haben hart gekämpft, um zu überleben. Aber wir wissen nicht, wann das Ende kommt. Oder wann es aufhört. Deswegen haben wir nach dir gesucht. Du bist unsere letzte Hoffnung. Die meisten denken, dass Zero nichts als eine Fantasie ist, aber einige wenige haben noch in deine Existenz geglaubt und haben nach dir gesucht. Du bist Zero, der legendäre Reploid, der zusammen mit X gekämpft hat, um die Welt vor 100 Jahren zu retten. X, der Name kommt mir bekannt vor. X, der legendäre Reploid, ist immer noch am Leben und versucht uns alle... Du wirst uns alle in deinen Ruhestand zu schicken. Nee, uns alles auszuschalten, wie gesagt. X versucht euch auszuschalten. Seine Pläne haben schon angefangen. Viele unschuldige Reploids wurden schon ausgeschaltet, während wir hier sprechen. Wir brauchen eine Hilfe. Unsere Zukunft hängt von dir ab. Bitte hilf uns. Okay. Danke. Es ist wie ein Traum, der wahr wird. Nun, mit deiner Hilfe
Ich glaube, ich kann jeden retten. Ich habe etwas, was ich dich fragen möchte. Rede mit mir, wenn du bereit bist. Kann ich einfach gehen? Ich kann sogar wirklich gehen. Gucken wir uns mal so ein bisschen hier um, bevor wir mit dir reden. Menschen. Also, Reploids. Zero heißt du. Hier runter? Was haben wir denn hier so Schönes? Ein Lager. Was habe ich da gerade eingesammelt? Energie. So, ich hätte gerne lieber das Schwert. Moment. Ah, hier habe ich. Okay. Ah. Moment. Button Setting. Ach, ich kann auch dashen, sehe ich gerade. Ich hätte Dash gerne auf R. Wobei, Moment. Waffe hätte ich gern dahin, da Jump, dann der Dash und da die Subweapon. Okay, Attack Mode, was haben wir hier? L und A ist Subweapon. Okay. Ah! Ja, doch, somit komme ich mit der Steuerung viel besser klar. Ah ja, viel angenehmer. Wenn man sich das so hinstellen kann, wie man es möchte. Okay, ich glaube, jetzt können wir auch mit ihr reden gehen. Gucken, was wir hier noch so finden. Vielleicht ist irgendwo noch ein anderer Weg direkt zu ihr. So. Jetzt bin ich wieder hier, das heißt, ich möchte einmal runter. Noch runter, weiter runter. Riploid hört sich an wie Metroids. Mr. Riploid, ja. By the way. Ja? Hab ich gerade Nein gedrückt? Dann hab ich halt gerade Nein gedrückt. So. Wollen wir das mal irgendwie so eine von denen. Ich glaube, die kann man irgendwie benutzen. Noch füttern? Habe ich die jetzt hier? Okay. Mega Man hat Ruckzuck gelagert. Es ist nicht Mega Man, es ist Zero. Hier ist ein alter Mann. Nee, ich wollte wieder reden, ich wollte reingehen. Ist auch nichts drin. Irgendwo was versteckt sein. Nee. Kann ich noch weiter runter? Hier ist auch das Ende. Der will mich nicht durchlassen. Na gut. Dann gehen wir jetzt aber zu den Mädels zurück. Zack. Noch eins. Noch eins. Ich glaube, hier bei Data war sie. Oder? Ich glaube, ich habe sie verloren. Ich habe sie wiedergefunden. Und ich glaube, ich habe hier Büro gefunden. Was ist das? Ah, eine Cyberelfe. Was haben wir denn da für einer? Da. Das war der falsche Knopf. My Bullet Sprite Backup. Okay. Das Spiel ist für die Virtual Console. Von daher ist es schon ein bisschen älter. So, bist du bereit? Also, ich würde dich fragen. Do something that no one has been. Ob du etwas von uns tust, was noch keiner geschafft hast? Du sollst das Disposal Center. Das Vernichtungslager. Vernichtungscenter, wo die unsere Kameraden
ausschalten, zerstören. Während ich rede, zerstören sie dort unsere Kameraden, die fälschlicherweise als Mavericks verdächtigt werden. Und um das halt zu unterbinden, bitte zerstöre es. Willst du? Ja. Save Data? Ja. Zur ersten. Data saved. Okay. Es ist vor dir. Bitte rette unsere Freunde. Michi, nicht dart. Sollte nicht einfach laufen. Okay, das ist die normale Energie. Au! Schmeißt er mir einfach so ein Ding auf den Kopf. Okay, die brauchen aber auch verdammt viele Schüsse. Oder zwei Schwerter. Moment. Stacheln sind Instant Kill. So viel weiß ich aus Mega Man. Ich habe wieder eine Cyber-Elfe bekommen. Oh. Kann ich one-hitten mit meinem Schwert. Noch eine Cyber-Elfe. Ich glaube, ich habe damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe im Let's Play, glaube ich, nie das Schwert benutzt. Sondern immer nur den Buster. Ups. Das wäre vielleicht echt eine gute Idee gewesen, auch das Schwert ab und zu mal zu verwenden. So. Ja. Achso, hier ist Boden. Hab ich gar nicht gesehen, dass da Boden war. Ah, und wieder volle Energie. Noch rüber? Okay. Ja doch, mit dem Buster geht das doch alles ein kleines bisschen einfacher, habe ich das Gefühl. Oh, und setzt Gaber Skill ab. We can now perform a Double Slash. Ich kann mich aber nicht ducken. Nee. Ja, das war der falsche Knopf und ich wollte auf den schießen. Und drei Schüsse braucht er, um so zu sterben. Ja, jetzt sehe ich auch den Double Slash. Wir haben jetzt halt Elfen, jetzt können wir uns was wünschen. Helfen der Elfen! Moment, war da? Oh, da ist irgendwas im Z-Ding. Zack, weg. Nein! Schlag mich nicht! Schlag mich nicht! Komm ich da jetzt dran? Nicht von hier aus. Nee. Nein, eine Fee. Gib mir das Fee. Ist das schon der Boss? Anscheinend schon. Don Metroido auch. Von dich vielen Dank für 14 Monate Treue. Danke. No Hit Buster Only Challenge. Yo. Dadurch, dann komme ich zum Disposal Center. Wollen Sie, wie viel Leben ich habe? 3. Okay. Jo, ich bin der Aztekenfalke. Harpuya, der Wächter, hat mich gesandt, um aufzuräumen. Hey, Hilfe, Hilfe! Du musst auch etwas Müll sein. Genau richtig, ich werde euch alle zusammen entfernen. Okay, erstmal. Sowas nicht. Erstmal sterben. Game over. Okay, probieren wir das nochmal. Da müssen wir mal wieder anschauen. Token only, ja. Hey. Ich bin ja nicht mehr rechtzeitig gesprungen.
Gut. Es läuft schon mal nicht besser als damals. Gut. Okay, probieren wir es nochmal. Springen wir da weg. Ach, der kann ja noch weiter hochspringen. Ja. Geh weg. Okay. So kann ich nicht angreifen, ne? Mein Lieber. Nein, lass mich hier weg. Na komm. Probieren wir das nochmal. Ich merke schon, warum ich mit dem Spiel nicht so ganz klar komme. Das ist echt auch ganz anders. Spielt sich auch ganz anders als Mega Man. Verstehe, dass die linke Leiste nicht die des Gegners ist. Ja, gut. Nein. Na komm. Ich lande auch immer genau auf seinen. Nur gut. Gut. Ich lande auch mal genau auf ihn drauf, ne? Okay, und das Ganze nochmal von Anfang. Ich habe echt ein Talent dafür, genau auf ihm drauf zu landen immer. Was? Ja, komm, speicher drüber. Da muss ich auch meine ganzen Skills auch wieder lernen, ne? Na dann, wollen wir nochmal nach vorne düsen. Ich glaube, ich werde auch auf dem Weg jetzt schon sterben. Jo. Da bin ich ein bisschen zu voreilig gewesen. Bitte nochmal von dem gespeicherten Spiel. Was? Lass mich doch gehen. Oh. Jo. Kann man die überhaupt rechtzeitig treffen mit dem... Ich glaube nicht. Also mein Problem, was ich mit diesem Spiel habe, ist, dass es einfach zu nah dran ist. Bei Mega Man hast du echt sehr viel mehr Freiraum. Bevor du an den Gegner drankommst. Und hier hast du mal so kaum Freiraum, bevor du ein Gegner bist. Das Problem habe ich halt hier. Und deswegen stelle ich mich da auch nicht gerade gut an in diesem Spiel. Ich dürfte mir aber auch gerne ein bisschen Heilung geben. Mich gerade der Wind wieder ein bisschen. Man da, vielleicht von der anderen Seite. Von hier oben. Ich glaube, so hoch komme ich gar nicht, oder? Jo, nein. Hauen so weit zurück.
Jo. Stimmt, jetzt habe ich den Regen auch noch gegen mich. Gut, ich bin wieder halbtot hier beim Boss angekommen. Moment. Das machen wir mal ein bisschen anders. Was? Wo kam die Schüssel jetzt her? Von dir. Bisschen Heilung bitte. Ja, das sieht gut aus. Die spawnst du jetzt auch nochmal nach. So. Jetzt haben wir volle Energie, wenn wir zum Boss gehen. Von Anfang an. Okay, probieren wir das nochmal. Wo ist die Janschelle, die am Schrank hing? Die ist runtergefallen. Okay, probieren wir das nochmal ein bisschen ruhiger. Ach so, der kann mich dann gegen die Wand schleudern. Da kann ich noch warten. Weil ich könnte springen und die ganze Zeit schießen. Ja, einfach so. Oh, bin auf jeden Fall fast tot. Gut, und die Dinger machen auch noch Schaden, wenn sie an der Wand hängen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich kann schon verstehen, warum ich das Spiel damals abgebrochen habe. Das spielt sich im Vergleich zu Mega Man echt nicht gerade schön. Nein. Ah, ich kann auch einfach über ihn überspringen. Und tot. Wie lange habe ich damals im Let's Play gebraucht, um ihn zu besiegen? Ich habe keine Ahnung. Nope, diesmal nicht. MLP First Try, ja, ich denke auch. Na gut. Ich sollte auch vielleicht mal wieder ausweichen. Ich hab gehört, das soll helfen. Okay, da kann ich ihn gar nicht erst angreifen. Schon wieder zu nah dran? Kann ich aber so treffen? Nee. Mal weg. Nein. Geh weg. Ich bin wieder mal zu nah dran. Und mach doch einfach nur den Quatsch die ganze Zeit. Das kann ich gut kontern.
Können auch eine ganze Menge oftmals Game Over gehen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Bin tot. Bin tot. Ich habe den Pfeil leider viel zu spät gesehen. Na dann. Und Let's Play beim zweiten Anlauf geschafft. Ja, da habe ich ja wohl ein bisschen Glück gehabt. Na dann, probieren wir es nochmal. Ich glaube, den Death Counter könnt ihr euch genauso gut einfach auch sparen. Ich glaube, ihr könnt eher einen Mission Counter machen, wie viel ich überhaupt schaffe. Sogar was dann holen können. Ich lag auch immer viel zu früh dran, ne? Dann sind die schon wieder da und dann habe ich schon wieder aufs Maul bekommen. Das Ding auch so ein bisschen leveln kann hier. Eine Pistole. Dann weiter da. Huch. Immer dieser Regen hier. So, Set Saber Skill up. Jetzt muss nur noch die Knarre noch und Skill up bekommen. Oh, Energie. Der Death Counter bei Heart of the Alien war auch sehr unterhaltsam. Ja, gut. Das will ich mal nicht abstreiten. Der wäre wirklich sehr unterhaltsam. Kann man die nur sehen, wie weit die gelevelt sind? Nee. Kann ich mir jetzt das Ding mal da mitnehmen? Danke. Ich denke mal, die kann man so leveln, indem man einfach nur ein bisschen rumschießt, oder? Die Haare sehen immer noch wunderschöner. Sehr gut. Ich hätte auch schöne Haare. So sahen meine Haare früher auch mal aus. Aber irgendwie lässt sich die Knarre nicht so leicht leveln. Na gut. Dann probieren wir es aber nochmal. 25 Tote zu 0 Kills. Yep. Der Counter ist wichtig. Hier macht was anderes. Jupp, geh weg. Ich glaube, wenn er in der Mitte steht und den Quatsch macht, dann gehe ich erst recht erstmal weg. So. Geht doch. Ich mit Zeros Haaren. Jo. Danke. Ich hätte nie gedacht, dass jemand kommen würde, um mich zu retten. Danke. Ich bin immer noch schockiert. Ich gehe zur Basis, wenn ich wieder gehen kann. Du kannst zurückgehen. Mir geht's gut. Mission complete. Danke für deine Kooperation. Das ist Thunderchip. Du musst in...